Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Liebe Freunde, wie wichtig ist dieses Gebet, das wir immer am Ende des Rosenkranzes beten, und das beten schon so viele. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist. Die perfekte Pfingstnovene im Prinzip. Und tatsächlich haben diese Novene einmal Kreuzschwestern in der Slowakei, haben das einmal als Pfingstnovene immer gebetet. Das habe ich so rein zufällig einmal mitbekommen, als ich sie besucht habe. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist unsere Pfingstnovene. Wir beten immer dieses Gebet der Mutter aller Völker. Sende jetzt deinen Geist über die Erde. Und dann kommt eben die Folge, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Und in diesem Anliegen, liebe Freunde, wollen wir heute diesen Gebetstag zu Ehren der Mutter aller Völker aus der Gnadenkapelle in Amsterdam halten und feiern auch. Und ich lade euch alle hier nochmal so ein, dass ihr diese Zeit so nutzt, dass wir wirklich miteinander mit der ganzen Kirche beten, weil die beiden Bischöfe von Amsterdam tragen das ja mit. Die haben heute Abend dann die Messe, der amtierende sozusagen und der emeritierte Bischof. Und so, dass wir mit der ganzen Kirche, mit Maria vereint, um den Heiligen Geist bitten. Und wir werden das, wir merken das ja alle, dass wir die Hilfe, die Gnadenhilfe Gottes brauchen. So lade ich euch heute ein, ab 9 Uhr, entweder auf Gebetstag-Info, glaube ich, stimmt es? Gebetstag-Info, oder eben bei uns am Livestream mitzuschauen oder selber hierher in die Erlöserkirche zu kommen, um diesen Gebetstag mitzufeiern, damit wir alle bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, Halleluja. Dass alle Erquickung in sich birgt, Halleluja. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares, hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.